Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Dirk von Tennis Point und keine Sorge, ich bin nicht auf dem Weg zum Flughafen oder auf dem Weg in den Urlaub, ich bin auf dem Weg zum Tennisplatz. Ich habe hier für euch die Slinger Bag, also eine Kombination aus Tennistasche und gleichzeitig Ballwurfmaschine. Das hört sich wahnsinnig spektakulär an, das ist aber auch in der Praxis. Ich konnte mir das auch erst gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal im Detail, was man mit dieser Tasche, mit dieser Ballwurfmaschine, dieser Kombi alles darstellen kann. Da wechseln wir jetzt mal die Kamera, da brauchen wir jetzt mal eine etwas nähere Aufnahme. Ich zeige mal zunächst das Fach, in dem die Bälle untergebracht sind. Ah, wir haben jetzt mal deren 72 Bälle hier hineingetan. Es würden, wenn die Tasche geöffnet sind, natürlich auch noch mehr Bälle hineinpassen. Aber wenn 72 in der Tasche drin sind, ist es auch im Rahmen des Transportierens ganz einfach wieder zu verschließen. Wenn sie in Betrieb ist später, passen natürlich mehr Bälle in diese Tasche hinein. Fangen wir mit diesem Außenfach mal hier an der Stelle an. Selbstverständlich ist bei der Slinger Bag auch ein Tragegurt dabei. Der würde hier vorne angebracht werden, an den zwei Stellen und an den zwei Stellen. Das heißt, wenn ihr die Tasche in euer Auto vielleicht heben wollt, ist das nochmal für euch eine wahnsinnige Erleichterung. Selbstverständlich im Lieferumfang auch enthalten ein Ladekabel, ganz, ganz wichtig. Das werden wir nachher in der Praxis nochmal demonstrieren. Die Fernbedienung, auch ganz, ganz wichtig. Aber da gehen wir später nochmal detailliert drauf ein. Wir drehen mal die Tasche. Weiteres Außenfach. Im Lieferumfang enthalten eine Handyhalterung, die ihr am Zaun oder vielleicht sogar an der Tasche selber würdet anbringen können, wenn ihr euch filmen wollt beim Spielen, euch nachher mal selber ein Bild davon machen wollt, wie ihr euch verbessert habt, also auch im Lieferumfang enthalten. Dieses Gummi, was ihr hier seht, das wäre nochmal dafür gedacht, um das Handy noch besser zu fixieren in dieser aber sehr stabilen Halterung. Ihr seht, wie das hier snappt. Das ist also wirklich sehr stabil. Dann, auch nicht unwichtig, ihr habt die Möglichkeit, euer Telefon per USB zu laden. Also ganz entspannt trainieren und gleichzeitig das Handy aufladen. Nächstes Außenfach. Hier könntet ihr zum Beispiel euer Handtuch unterbringen, eure Wasserflasche unterbringen, kleine Accessoires, vielleicht Schlüssel, vielleicht Portemonnaie. Also auch dafür ist hier ausreichend Stauraum. Das lege ich mal so lange beiseite. Dann müssen wir jetzt wieder ein bisschen näher kommen. Ohne Tennisschläger geht es ja nicht. Also auch der ist problemlos zu verstauen an der Stelle. Würden auch zwei oder drei Schläger reinpassen. Im Lieferumfang enthalten, da muss ich jetzt ein bisschen zelebrieren, ist auch diese Teleskop-Ballsammelröhre. Ich mache es eben wieder zusammen. Und ihr habt die Möglichkeit, diese Ballsammelröhre, dafür ist es auch vorgesehen, hier zu befestigen. Und ihr könnt sie unten mit dem Klett nochmal arretieren, dass sie dann wirklich ganz, ganz stabil an der Bag sich befindet. Ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zum Innenleben der Slinger Bag. In dem Fall den Motor, die tatsächliche Ballwurfmaschine. Dafür müssen wir dieses untere Fach hier öffnen. Das befestige ich hier hinten. Im unteren Bereich haben wir nur diesen An- und Ausschalter. Dann seht ihr die Leuchtdioden. In dem Fall zeigt mir das System an, die Maschine ist vollständig geladen. Also wenn jetzt irgendwelcher, also Maschine ist jetzt im Einsatz gewesen einige Stunden, dann werden natürlich die grünen zuerst ausgehen. Irgendwann solltet ihr natürlich laden. Ladekabel ist ja dabei, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Dann haben wir hier den verbauten Lithium-Ionen-Akku. Zwei Regler, Feed und bei dem anderen Regler Speed. Speed, klar, der Name ist hier Programm. Hier könnt ihr einstellen, wie schnell soll der Ball aus der Maschine raus katapultiert werden. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Maschine liegt bei 73 km/h. Ja, werden jetzt einige wahrscheinlich sagen, die und die Maschine kann das aber schneller. Ja, aber dafür ist die und die Maschine keine Kombination aus Tennistasche und Ballmaschine, weil das hier ist schon einzigartig. Das zweite Rädchen, was ich euch gerade schon gezeigt habe, damit könnt ihr einstellen, in welcher Häufigkeit, also wie viel Sekunden Abstand soll quasi sollen existieren zwischen jedem Ball, der aus der Maschine rausgeworfen wird. Bei dieser Grundeinstellung wäre jetzt die Phase der Pause die längste und je nachdem, wenn ihr es dahin reguliert, würden die Bälle halt schneller herauskommen aus der Maschine. Die Leistung oder die Akkuleistung beträgt bis zu 5 Stunden. Könnt ihr das Ding hier im Dauereinsatz verwenden. Im Ganzen wiegt die Slinger Bag 15 Kilogramm. Also auch das ist absolut handelbar. Sie ist stabil und es gibt noch ein weiteres Zubehör. Das ist die Oszillationsplatte. Also wir haben die Möglichkeit, die komplette Bag auf eine Platte zu stellen. Das werden wir euch nachher in der Praxis mal zeigen.
und die Platte kann sich bewegen. Und somit habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich andere Richtungen anzuvisieren, also die Ecken des Tennisplatzes eben in der Praxis nachher anzuspielen mit der Maschine. Aber das zeigen wir euch nachher in der Praxis. So, ihr Lieben, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir die Möglichkeit haben, die Geschwindigkeit durch die beiden Regler hier im vorderen Bereich und auch die Auswurfhäufigkeit zu verändern. Aber wir können auch die Auswurfhöhe können wir verstellen. Dafür auf der anderen Seite dieses kleine Fach hier unten. Hier ist ein Rädchen, ganz einfach zu lösen oder zu arretieren. Und das hat wiederum Auswirkungen. Das kann man jetzt ganz gut sehen. Also möchte ich jetzt den Ball vielleicht höher aus der Maschine rausgeschleudert haben, dann arretiere es natürlich in dem Bereich. Möchte ich vielleicht flachere Bälle haben, dann wäre das natürlich die richtige Einstellung. Also auch da seid ihr flexibel, je nachdem, wie ihr das gestalten wollt. So, ihr Lieben, Maschine ist startklar. Ich habe auch schon den Startknopf gedrückt. Sie fährt jetzt quasi hoch. Wir werden jetzt auch mal ein paar Schläge hier demonstrieren oder ich werde ein paar Schläge demonstrieren. Und ihr hört das Geräusch. Und da kommt auch schon der erste Ball. Und da kommt auch schon der zweite Ball. Und jetzt mal in der Praxis. Zusammenfassend, was für eine tolle Idee, diese Kombination aus Back- und Ballmaschine. Die oszillierende Platte, die habt ihr ja gerade auch gesehen in dem Video. Da gibt es noch einen Tipp meinerseits. Ja, die Slinger wird schwenken, aber damit dann der Ball wirklich einer in die Rückhand, einer in die Vorhand, damit das wirklich vom Timing her passt, müsst ihr halt bei den Verstellmöglichkeiten das Tempo anpassen. Das heißt, die Auswurfgeschwindigkeit des Balles, das müsst ihr so ein kleines bisschen tüfteln. Ja, es gibt vielleicht Ballmaschinen, wo man ein paar Sachen mehr einstellen kann. Ja, es gibt vielleicht Ballmaschinen, wo der Ball bis zu 120, 130, 140 km/h aus der Maschine rauskatapultiert wird. Aber ich bin der Meinung, das ist ganz was Feines, super für Beginner bis hin zum fortgeschrittenen Spieler. Ihr könnt ja sogar diese Slinger nutzen als Ballkind, dass euch der Ball immer zugeworfen wird, wenn ihr Aufschlagtraining machen wollt. Also aus meiner Sicht ein wahnsinnig gelungenes Produkt. Ich wünsche euch super viel Spaß mit der Slinger demnächst auf dem Platz. Das war's von Tennis Point, das war's von mir, das war's vom Dirk. Lasst gerne ein Like dort, abonniert gerne unseren Kanal. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, macht das bitte. Wenn ihr Fragen habt, fragt bitte. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Ganz lieber Gruß, bis demnächst. Advantage You.